Tradition wird ja gerne mit etwas rückwärtsgewandtem, vielleicht ein bisschen verstaubten gleichgesetzt. Und die Moderne ist etwas, was vielleicht auf den ersten Blick sehr frisch und hip klingt. Wenn man es aber mal genau anguckt, könnte man es genau andersrum auch lesen und sagen, alles, was modern ist, ist morgen schon wieder veraltet. Und Tradition ist etwas, was sich durchgesetzt hat über die Jahre. Es hat sich bewährt. Es hat einen Wert, gerade in den sich verändernden Zeiten. Also diese kreative Spannung von Tradition und Moderne spielt in der Stadt Potsdam eine wesentliche Rolle. Und die KAP beschreitet genau diese Brücke. Ich finde, Jörg Wiedmann ist einer der wenigen Universalisten. Und wir haben ganz wunderbare Konzerte und Programme mit ihm vereinbart, die eben genau in diesem Spannungsverhältnis auch von Moderne und Tradition stehen. Und genau damit spielen auch einige Zitate, die wir im Saisonbuch haben, wie zum Beispiel dieses über die Leonoren-Ouvertüre. Und alle parteilosen Musikkenner und Musikfreunde waren darüber vollkommen einig, dass so etwas Unzusammenhängendes, Grelles, Verworrenes, das Ohr Empörendes schlechterdings noch nie in der Musik geschrieben worden. Ja, wenn ich eine solche Beschreibung eines Stückes hören würde, ich wäre wahnsinnig neugierig. Ich wäre als Publikum neugierig und ich wäre als Musiker neugierig. Wenn ich so eine Vehemenz höre in einem Kritiker über ein Stück, dann denke ich, der war provoziert. Dann muss ich dieses Stück doch spielen. Und in diesem Fall, es ist die Leonore 2, so um Gottes Willen. Natürlich will ich diese Ouvertüre spielen und dann so ein Meisterwerk. Veränderung gehört wohl zum Leben mit dazu, wie auch zu modernen Traditionen. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass wir das, was wir für Sie vorbereitet haben, auch auf die eine oder andere Weise durchführen können. Und wir freuen uns auf Sie in der Saison 2021.